Geschätzte Damen und Herren, das Bild, das ich jetzt da habe, das ist noch beeindruckender, wie wenn man unten steht. Also es ist einfach wirklich eine Herausforderung für mich und ich danke auch für das Vertrauen, für die Einladung, Franz, dass du mich da auserkoren hast, vor diesem tollen Publikum zu sprechen. Das Bild, das ich da ausgewählt habe, zeigt eigentlich das, was eigentlich die Schweine, und das ist bei uns in der Praxis der Schwerpunkt, wir machen zwar auch Rinder und Gemischpraxis dazu, aber Schwein ist so quasi der Schwerpunkt in der Praxis. Wenn Sie dem Schweine die Augen schauen, dann sehen Sie einfach, mit welcher Neugierde dieses Tier auf einen zukommt. Und wenn Sie da weiterschauen im Hintergrund, das ist so, ist normal, es ist zwar etwas hell, aber wenn Sie da schauen, sie sind alle sehr neugierig. Alle spitzen die Ohren. Den ersten sehen wir, der hat es auch gespitzt und da hinten ist es irgendwie zu dunkel. Aber so ist eigentlich ganz normales Schweineverhalten in einem Schweinestall. Und ich finde es ein bisschen traurig, wenn zum Beispiel in Top Agrar und dergleichen neuerdings, wenn Fotos von Schweinen auf dem Titelbild gezeigt werden, dann wird es aus der Nicht-Realität gezeigt, irgendwo in ein Stroh hineingestellt. Oder wenn man Bilder von Schweinen sieht. Also ich finde, dieses Tier kann man jederzeit auch dem Konsumenten zeigen, weil auch in seiner, nennen wir es so, in seiner natürlichen Umgebung ist. Wir brauchen nicht irgendwas dem Konsumenten vorgaukeln, wo es nicht so ist, aber dieses Bild ist einfach richtig gut. Ein bisschen zu meinem Werdegang. Also ich komme aus einem gemischten Ackerbau-Forstbetrieb und eigentlich mit Landwirtschaft bin ich relativ früh dran herangeführt worden. Da sieht man ein Bild von 1982, das bin ich da, beim Rapsanbau. Also, dass Sie ein bisschen verstehen, wieso ist der Tierarzt, wieso, was hat der für einen Hintergrund oder Background, dass er sich für nicht nur für die Tiere oder für die Nutztiere, Rinder und Schweine interessiert, sondern dass er auch etwas mit Ackerbau am Hut hat. Also, wir haben damals schon ziemlich hohe Erträge für die damaligen Verhältnisse geerntet. Also, das waren zwischen 3 und 3200 Kilogramm Raps. Man muss dazu wissen, das ist im Sauwald. Wir sind auf 385 Meter Meereshöhe und das war für damalige Verhältnisse eigentlich schon ganz gut. Dann eigentlich die Liebe zur Landwirtschaft habe ich von meinem Vater gelernt, vom Friedrich Aschenbrenner, der leider mit 58 Jahren eigentlich viel zu früh gestorben ist. Und er war damals von 68 bis 82 Chefredakteur im Österreichischen Kuratorium für Landtechnik. Und mein Bruder ist eigentlich in die Stapfen meines Vaters gestiegen und ist jetzt Geschäftsführer im Österreichischen Kuratorium für Landtechnik. Also es verbindet uns eigentlich sehr viel mit der Landwirtschaft. Wir hören es zwar heute zum wiederholten Mal, dass die Verbindung da ist zwischen dem Tier, das, was das Tier ausscheidet, aus seiner beziehungsweise die Ausscheidungen, die wir ja, in Form von Gülle, die wieder auf dem Feld kommen, und das, was ich mit dieser Darstellung eigentlich zeigen will, dass es in beide Richtungen geht. Also das, was das Schwein ausscheidet, über was es über Futtermittel, Medikamente, Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und dergleichen, was wieder auf den Boden kommt und umgekehrt dann, was von den Feldfrüchten, also je besser die Feldfrüchte, je gezielter die Düngung ist, also nicht so quasi Düngung reduzieren, sondern einfach das, was wir heute schon wiederholt gehört haben, die gezielte Düngung und vor allem, dass wir heute auch haben, und das werden Sie heute in meinem Vortrag auch noch immer wieder hören, dass ich inzwischen ein ganz großer Anhänger bin einer wirklich exakten Spurenelementversorgung. Und ich halte die Spurenelemente vor allem für den Boden als eines der wichtigsten Elemente, über die wir derzeit noch zu wenig wissen, was es für Interaktionen gibt, was sie tun, wie sie festgelegt werden und was sie auch über die Jahre im Boden und in Abhängigkeit von der jeweiligen Vegetation und Pflanze im Boden machen. Als erstes einmal finde ich, dass es ganz entscheidend ist, je wohler sich das Tier fühlt in einem Bestand, umso vitaler und gesünder ist es auch.
als Schweinehalter oder egal, als Tierhalter, dass man sich einfach um seine Tiere kümmert. Und da muss ich ein bisschen zurückdenken. Ich bin 1990 fertig geworden als Tierarzt, habe in Wien studiert. Und eine der ersten Fortbildungen war in die Schweiz. Und da habe ich meinen Vortrag am Fiebel angehört. Und da hat der Professor, der den Vortrag gehalten hat, und das ist mir eigentlich sehr, das hat sich bei mir sehr eingeprägt, der hat gesagt, Tiere zu halten ist ein Pflegeberuf. Da wird jetzt so manch einer ein bisschen zusammenzucken und denkt, wieso Pflegeberuf? Ja, wir kümmern uns, wir halten Tiere und unsere Aufgabe ist es, sich möglichst optimal die Tiere zu ernähren. Aber das ist die Grundvoraussetzung, aber nicht nur die Tiere zu ernähren, sondern den Tieren auch eine entsprechende Umgebung zu bieten und auch mit den Tieren also eine gewisse Kommunikation zu pflegen. Und da hier vor allem auch beim Begriff der Empathie, das wir an sich also da herunten angegeben haben. Und zwar, die Empathie ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen und Persönlichkeitsmerkmale einer Person oder eines Tieres zu erkennen und zu verstehen. Also ein Teil davon ist zum Beispiel die Fürsorge und die Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl. Und dann kommt noch ein, wie ich mich mit dem Vortrag vorbereitet habe, ist noch ein Punkt dazu, dann bin ich zufällig auf einen Artikel, der über Charles Darwin, der heute schon genannt worden ist, dieser bekannte Evolutionsforscher, und der hat bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, irgendwie 1850 oder 60, hat der an sich gesagt, Tiere erleiden körperliche Schmerzen, sie können aber auch seelische Schmerzen erleiden. Und das finde ich an sich, also dieses Zitat in diesem Zeitkontext finde ich an sich total spannend, weil eigentlich das, was von Charles Darwin in unserer landläufigen Schule, was wir in der Schule lernen, ist das einzige, das englische Zitat, eben einmal auf der einen Seite seine Evolutionsbiologie, dass sich immer alles weiterentwickelt und vor allem das, dass der Fitteste überlebt, also the fittest survives. Aber dass er an sich also schon solche Gedanken gehabt hat, habe ich eigentlich also wirklich als ganz toll gefunden. Welche Möglichkeiten haben wir? Auf der einen Seite mal Gülle sehe ich nach wie vor als sehr wertvollen und hochwertigen Dünger, der durchaus manchmal veredelt werden muss oder ein bisschen, ja, dass die Gülle auch wirklich für die Pflanzen und für den Boden gut verträglich ist. Dann, was wir in der Praxis einfach als Credo haben, dass wir wirklich rückstandsarme, rückstandslose Behandlungsformen im Stall und auf dem Boden. Wenn ich das im Moment ein bisschen sehe, da sind ja viele Landwirte dabei, die bei QS beteiligt sind, also Schweinebetriebe, und wenn ich da wieder sehe, welchen Index wir in der Zwischenzeit erreicht haben, offiziell. Also wir haben einmal mit einem Index angefangen, also quasi Index müssen Sie sich so vorstellen für die Nicht-Insider. Es wurde geteilt in die 50 besseren Landwirte, die wenig Antibiotika einsetzen, und die 50% schlechteren Landwirte. Unter Anführungszeichen schlechter ist auch schon wieder so ein Begriff, den ich dir gar nicht verwenden will. Wir haben mit 7,8 oder 7,9 Index angefangen und sind inzwischen auf dem Index 0,6 herunten oder 0,8 herunten im Moment in der letzten Auswertung. Und wir setzen wirklich wenig Antibiotika ein. Es passiert sogar, was es noch nie gegeben hat, dass mir Antibiotika in der Apotheke einfach ablaufen. Bums. Ich hätte ja sagen können, irgendwann schaue ich das, dass ich das noch rausbringe, aber wenn es nicht passt, geht es bei uns nicht raus. Das ist einfach, da haben wir auch einen relativ strengen Kodex, dass wir sagen, es wird das gemacht, was wirklich Not tut, es wird nicht mehr gemacht, und wenn es abläuft, dann ist es so. Gut, das muss die Praxis vertragen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist an sich, das werde ich ja im Laufe des Vortrags noch ein bisschen näher darauf eingehen, gezielte Gründüngung und Zwischenfrüchte. Da gehen wir eigentlich wieder, oder das ist eigentlich so quasi mein Part in der Praxis.
Ich habe mich ziemlich intensiv mit Phytotherapie, also Pflanzenmedizin, beschäftigt. Welche Pflanzen machen was? Und ich habe das Glück gehabt, dass ich auf Literatur von Herrn Ploberger gestoßen bin. Und zwar, Ploberger ist ein Humanmediziner in Österreich, der ist in der Nähe von Enns. Und er hat chinesische Medizin in Peking gelernt, war dort 7 oder 8 Jahre. Und der hat es zustande gebracht, dass er so quasi die Kräuter der Chinesen, die wir ja hier im größeren Stil nicht haben, dass er das so quasi jeden chinesischen, oder nicht jeden, aber vielen chinesischen Kräutern das europäische Pendant zugeordnet hat. Und das war für mich, wie ich das Buch das erste Mal in der Hand gehabt habe, weil ich mir dachte, das ist genau das. Ich muss, wenn ich phytotherapeutisch etwas einsetze, dann darf ich nur sogenannte DAB-Ware, also Ware, die dem deutschen Arzneibuch entspricht, einsetzen. Oberstes Kriterium, um nicht bei einer Kontrolle Ärger zu kriegen. Und über das bin ich dann eigentlich auch, was ich im Laufe des, das will ich jetzt gar nicht vornehmen, dass ich dann an sich also gemerkt habe, hoppla, das ist ein Buch, das kann man nicht nur im Stall oder bei den Tieren anwenden, sondern das hat ja noch, da in diesem Buch ist noch mehr drin. Dann eine weitere Erkenntnis, dass eine gewisse Masse notwendig ist, aber als Gründung Zwischenfrucht, wie wir halt gehört haben, mit Durchwurzeln und dergleichen. Aber wir haben einen Eindruck, dass bei diesen Zwischenfrüchten oder Gründüngung, dass da auch unbedingt Kräuter hineingehören. Also zum Beispiel solche Dinge wie Gewürzfenchel, Koriander, ist ja nicht so quasi, dass man sagt, das ist so quasi in jeder Standardmischung, die es so quasi am Markt gibt, drin. Dann ein weiterer Punkt, was meine ich mit zum richtigen Zeitpunkt Maßnahmen setzen? Einfach das, dass man, wenn wir regelmäßig in einem Bestand drin sind, dass man einfach sieht, was läuft da ab und dass man an sich also dem Landwirt dazu motiviert, dass er Dinge macht, bevor sie wirklich, so quasi, bevor das Kind im Brunnen liegt. Und da kommen wir ein bisschen dann auch auf das zu sprechen noch im Laufe des Vortrages, wie ich an sich also arbeite und wie ich eigentlich ein bisschen immer so schon über den Tellerrand schaue, was in einem Betrieb abläuft. Für diese Methode kann ich aber derzeit nicht mehr wie 15-20% der Kunden wirklich begeistern. Das ist auch manchmal ein bisschen so mein Problem, dass es durchaus sein kann, dass ich einen Kunden ein bisschen überfordere mit dem, was ich denke oder wie ich ticke oder wie ich die Dinge betrachte. Thema Versuche durchführen, gehe nochmal näher ein auf einer Folie. Dann sich einfach trauen. Das ist für mich auch der Hauptgrund, was ich heute einfach als Botschaft rüberbringen will. Macht Versuche zu Hause, dokumentiert diese Dinge und traut euch etwas zu machen. Dass euch wirklich überlegt, wie macht man eine richtige Versuchsanordnung, dass man diese auch entsprechend auswerten kann. Das nächste ist einfach das, alles, was man in den Betrieb an Innovationen einbringt, ist eigentlich etwas, was man für die Zukunft plant. Und das haben wir halt auch schon wiederholt gehört, dass einfach so quasi eine Planung in die Zukunft einfach ein ganz ein wichtiger Vorgang ist. Und eigentlich der letzte Satz ist eigentlich der, den wollte unbedingt meine Frau drin haben, weil die ist auf der anderen Seite auch meine schärfste Kritikerin. Also wenn ich einen Vortrag mache und die sagt, du, das kannst nicht sagen. dann werte ich das sehr, aber das war nicht im Vergangenen festhalten, sondern einfach sagen, nicht sagen, ja, die Altvorderen haben das auch schon immer so gemacht und der Berater sagt, das ist gut so und das Landwirtschaftsamt sagt und der Nachbar macht es genauso, sondern wenn man die nächsten Jahre sind einfach die Jahre der Innovation in den Betrieben. Also nicht, dass ich sage, alles stallbautechnisch, habe zwar auch nur ein Bild dabei, aber dass die einfach ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, Fortbildungen fahren, Leute anhören, Betriebe besuchen. Was wichtig ist, wenn Sie Betriebe besuchen, das habe ich immer wieder erlebt,
mindestens 200 Kilometer weit fahren, damit sie die Wahrheit erfahren? unter den Landwirten sind ganz viele Jäger. Sie wissen damit, was ich meine. Gut. Aber nicht, dass wer dann meint, so quasi, der macht dann sicher also nur über seinen RAC und seine Pulsdiagnostik, sondern wir machen ganz konventionelle Diagnostik, so wie es an sich in der Schweinepraxis oder auch in der Rinderpraxis üblich ist, also mit Blutuntersuchungen. Dann das Bild, das darf ich nicht, das darf ich schon zeigen, weil das ist in der österreichischen Praxis gemacht. Und in der österreichischen Praxis darf ich nach wie vor ein Schwein bis zu einer gewissen Größe, darf ich es aufschneiden. Und der große Vorteil ist einfach das, wenn ich am Landwirt dieses Bild zeige, hier sieht man vielleicht nicht so sehr, aber das war ein Schwein mit Glässerscher Krankheit. Und nichts ist so beeindruckend für den Landwirt, wenn ich dem einfach zeige, dass hier alles miteinander verwachsen ist, da das Brustfell, also alles miteinander, viel zu viel Flüssigkeit drin, dann sagt der Landwirt einfach das, dass es einfach ein dramatischer Prozess ist. Wenn der jetzt von einem Untersuchungsamt einen seitenweisen Bericht kriegt mit Untersuchen und Lymphknoten und Tod und Teufel und das ist und abgemagert und so 100.000 Sachen, was er mit dem er eigentlich nichts anfangen kann. Und darum würde ich zum Beispiel hoffen, obwohl ich es in Österreich aufschneiden darf, in der österreichischen Praxis, kriege ich zum Beispiel, wenn ich aus Österreich, meine Mastschweine zum Beispiel untersuchen lasse, die werden in Rega untersucht, die wir dort hinschicken. Und was kriege ich zurück? Ich kriege einen Befund dazu und ein schönes Bild. Ist, würde ich sagen, ist heutzutage für Untersuchungsämter dürfte das eigentlich kein Problem sein, dass ich an den Befund ein Foto dranhänge. Weil das, was der Landwirt da sagt er einfach, hey, da ist Feuer am Dach. Ich kann mit wortreich ihm erklären, dass klassische Krankheit das und das und das und Folgeschäden und schwierig zu behandeln und fast kein Impfstoff und, aber er kann sich nichts vorstellen. Oder auch hier einfach eine richtig schöne klinische Untersuchung, das Foto, das Ferkel war wirklich so gelb, das ist nicht irgendwo, dass es eine schlechte Aufnahme ist, sondern das ist an sich also klassisch Epirythrozoonose, heißt halt im Moment Mycoplasma suis und das sind die dazugehörigen Blutproben, die wir aus einem Tierpol da gezogen haben. Gut. Was mache ich oder was machen wir eigentlich bei uns in der Praxis? Also wir orientieren uns an sich also erstens einmal traditionell europäische Medizin. Also nicht nur TCM, also traditionell chinesische Medizin, sondern wir machen also über Homöopathie und Pflanzenheilkunde als europäische Erfahrungsmedizin. Und das Zweite ist einfach, das ist mein tägliches Handwerkszeug. Das ist ein theoretisches Denkgebäude. Das kommt aus der traditionell chinesischen Medizin. Und dieses Denkmodell ist 3.500 Jahre alt und hat sich bewährt. Und ich denke mir einfach, ein Denkmodell, das 3.500 Jahre überdauert hat, kann einmal prinzipiell nicht ganz verkehrt sein. Es hat auch seine Schwächen, hat aber ganz viele Stärken. Dann die Meridiane, die 12, auf die wir uns heute ein bisschen so, die machen wir zwar im Eildurchgang, aber einfach einmal die 12 wichtigsten, das sind lauter paarige Meridiane. Und dann natürlich der Zugang auch über die Pflanzenheilkunde in der traditionell chinesischen Medizin, dass man an sich diese Dinge dann einfach übersetzt. Das ist dieses Fünf-Elemente-Lehre. Und zwar die Grundlage ist einfach ein ganz einfacher Gedanke. Und zwar, es gibt einen sogenannten Ernährungszyklus und es gibt einen Kontrollzyklus. Der Ernährungszyklus, der wird so angeschoben. Element Wasser zu Holz, von Holz zu Feuer, von Feuer zu Erde, von Erde zu Metall. Und ich bringe da immer eigentlich dieses Beispiel mit einem Fahrrad. Also stellen Sie sich vor, Fahrrad auf dem Sattel gestellt und Sie treiben immer das Rad an. Was passiert mit dem Rad?
wird immer schneller. Und aus diesem Grund gibt es in diesem System einen sogenannten Kontrollzyklus. Und der Kontrollzyklus ist eigentlich die Bremse des Fahrrads. Und diese greift immer dann ein, diese Bremse, wenn das System zu schnell wird. Oder umgekehrt, wenn das System zu stark runtergebremst wird, dann wird die Bremse wieder aufgemacht. Und das läuft eigentlich auch ganz elegant ab. Und zwar, wir fangen hier beim Element, weil das passt ja heute sehr gut dazu. Das sind die beiden Funktionskreise mit Pankreas und Magen. Die bilden zusammen die Erde. Erde bremst das Wasser. Kann man sich vorstellen, ein Damm, der bremst das Wasser, hinter dem das Wasser angestaut wird. Wasser löscht das Feuer. Ich gebe Ihnen einfach nur ein bisschen so, dass Sie ein bisschen eine Eselsbrücke haben. Feuer schmilzt Metall. Metall spaltet Holz. Aus Holz wird wieder Erde. Und über diese beiden, über den Kontrollzyklus und den Ernährungszyklus, kann man sich also dann viele Dinge, einfach die an, vor allem bei Krankheiten oder was als Hintergrund mit abläuft, eigentlich sehr gut verwenden. Und Sie müssen jetzt noch dazu vom Verständnis müssen Sie sich vorstellen, jedes dieser Elemente kann entweder in der Fülle sein oder in der Leere. Das sind die beiden Zustände. Wenn das schön ausgeglichen ist, dann läuft an sich das System ganz rund. Und wenn wir jetzt einfach als Beispiel hernehmen, wenn zum Beispiel Element Erde im Defizit ist, im schlimmsten Fall sogar in der Leere, dann passiert Folgendes. Wenn das Element Erde in der Leere ist, dann hat es keine Bremsfunktion auf das Element Wasser. Und die Folge ist, dass das Wasser, also Niere und Blase, Funktionskreis, in die Fülle kommen. Und das Nächste ist dann das, wenn die in die Fülle kommen, dann hat das Wasser eine zu große Bremsfunktion auf das Element Feuer. Kann man sich vorstellen, viel Wasser löscht dieses Feuer. Und über dieses Beispiel kann man an sich also, über diesen Zugang, kann man an sich also eine ganze Menge im Stall und auf dem Acker erklären. Wie muss man es jetzt an sich also ein bisschen vorstellen, als wenn man mit dieser Denkmethode nichts am Hut hat oder noch keine Erfahrung gemacht hat? Transportiert wird die Energie auf sogenannten Leitbahnen, auf diese 12, die kommen jetzt noch zu sprechen. Und das muss man sich im Prinzip vorstellen, Sie schauen an einem schönen blauen Tag an den Himmel und Sie sehen eine Wolke. Und die Wolke wandert eigentlich vorbei, aber Sie sehen die Luft nicht. Aber Sie wissen, die Wolke zieht an einer Bahn entlang. Oder den ähnlichen Vergleich ist, Sie kommen im Prinzip vom Schwimmen. Es geht eigentlich kein Wind, sondern nur so ein ganz laues Lüftchen und Sie merken trotzdem, dass etwas passiert. Oder ein Beispiel, eine Radioantenne sendet ein Signal aus und dieses Radiosignal kommt dann zu Ihnen, Sie wissen auch nicht, das wird im Prinzip an einer Leitbahn entlang geführt und zum Schluss können Sie Radio hören, Handys, Internet schauen oder das System ist eigentlich mit diesen 12 paarigen Meridianen, kann man, also das sind an sich, also wir gehen es hier einmal durch, das ist Lunge, Dickdarm, Magen, Pankreas, Herz, Dünndarm, Blase, Niere, Perikard, dreifacher Wärmer, Gallenblase und Leber. Also man kann es rein von den, aus der chinesischen Medizin, man kann das aber auch ein bisschen, und das ist eigentlich direkt aus der chinesischen Medizin übernommen, wenn Sie sich das anschauen, wer da damit in diesem Orchester aller mitspielt, dann erinnert es eigentlich im Prinzip an einen Staat, wie ein Staat funktioniert. Wir haben da unten einen Kaiser, wir haben einen Premierminister. Der Dickdarm ist zuständig als Transportmeister. Der Magen, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, das ist die Kornkammer. Der ist zuständig mit Pankreas als sogenannter Proviantmeister. Dünndarm, können wir uns auch mal vorstellen, da ist eigentlich in der Regel Überfluss. Blase, Magistrat des Grenzbezirks. Die Niere ist der Minister für kraftvolle Leistungen.
Perikard ist der Botschafter, der dreifache Erwärmer ist das Bewässerungsamt. Dann die Gallenblase ist dort, wo Entscheidungen getroffen werden, und die Leber ist der sogenannte General. Also das erinnert eigentlich sehr schön, wenn man es auf politischer Sicht betrachtet, an das, wie ein Staat funktioniert. Was ich bereits eingangs erwähnt habe, nur mal ein bisschen zurück. Ja, die Grafik verwende ich eigentlich relativ gern in Vorträgen von mir, weil ich die so treffend finde. Erinnert mich ein bisschen an Vicky und die starken Männer. Wenn Veränderungen beginnen eigentlich immer im Kopf und nirgendwo anders. Also das ist das, dass ich mir, und vor allem, dass ich mir, und das sage ich den Kunden, wenn ich im Stall drin bin, wenn du deine Tiere beobachtest, dann tust du nichts anderes. Handy ist ausgeschaltet, ist am besten eigentlich nicht dabei, weil es nur stört, weil man trotzdem sagen kann, dass irgendwo inzwischen SMS, WhatsApp oder dergleichen, lenkt bloß ab. Und die moderne Gehirnforschung weiß inzwischen, dass wir nicht Multitasking sind und dass auch das mit den Frauen nicht ganz stimmt, dass die, wie es immer heißt, die sind Multitasking, sondern der Mensch ist nicht angelegt für Multitasking. Und die moderne Gehirnforschung sagt vor allem eins: Wenn du intensiv dich mit einer Materie beschäftigst und du wirst durch einen Telefonanruf gestört, dann brauchst du 20 Minuten, bis da oben wieder die Dinge so sortiert sind, dass du wieder Anschluss findest an das, wo der letzte Gedanke aufgehört hat. Also, wenn ich etwas verändere, dann muss ich wirklich mich im Prinzip ein bisschen absentieren. Ich mache zum Beispiel, dass ich, ja, ich bin jetzt 58, dass ich mein Arbeitspensum nach wie vor einigermaßen überstehe. Ich mache jeden Tag in der Früh Qigong-Übungen, 40 Minuten. Wenn ich im Stall drin bin, dann, oder wenn Sie Ihre Tiere beobachten, dann was sehe ich? Und zwar ganz wichtig, immer zwei Perspektiven zu haben. Das erste ist im Prinzip, die Dinge einmal aus der Entfernung anzuschauen. Also wenn ich zum Beispiel Mastschweine habe oder eine Gruppe von Ferkeln oder dergleichen, oder es stimmt genauso für die Kühe, dass ich einmal einfach über die Herde drüber blicke und mir schaue, fällt mir etwas auf. Und das zweite ist dann das, dass ich die Nähe suche und mir dann eine andere Betrachtungsweise suche. Warum ist das so, was ich sehe? Ursachen dazu überlegen. Und als nächstes, was bedeutet das? Und dann überlegen, ist das etwas Gutes? Es muss ja nicht alles, was ich sehe, muss ja prinzipiell schlecht sein. Das ist auch wichtig, dass ich beim Tierbeobachten nicht mich konzentriere darauf, dass ich nur das kranke Tier sehe, sondern der Betrachtungsschwerpunkt liegt auf den gesunden Tieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Vorgang, dass ich mir nicht denke, ich muss jetzt unbedingt das Kranke zuerst finden. Und das, was mir Kunden immer wieder sagen, wenn wir einen Betriebsdurchgang machen, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass, wenn wir intensiv, also so quasi da an der Buchtenwand stehen, dass die Kunden mir dann sagen, wieso kommen die Tiere, die irgendwas haben, wieso kommen die immer zur Buchtenwand zu dir? Und da möchte ich noch etwas dazu anfügen. Es ist eigentlich eine ganz aktuelle Studie an sich aus dem Messerli-Institut der Tierärztlichen Hochschule in Wien. Und die haben einfach untersucht, wie gut ist die Gesichtserkennung der Schweine? Wie gut ist ihr Merkvermögen? Und das Sensationelle eigentlich ist das gewesen, dass sie sich Gesichter, mit denen sie etwas verbunden, positiv eine Verknüpfung gemacht haben, und zwar in diesem Versuch hat man die Tiere, eben die einen haben ein Gesicht gesehen, haben keine Belohnung bekommen, und andere Schweine haben das Gesicht
und haben da Belohnung dazu bekommen. Also wenn die Schweine eine Belohnung bekommen, dann haben sie ein wesentlich höheres und schnelleres Merkvermögen gehabt. Finde ich einfach so eine Untersuchung, ist glaube ich 4 Monate alt, dass sie veröffentlicht worden ist. Das zeigt im Prinzip das, dass wir dass unsere Schweine einfach ganz intelligente Tiere sind und dass wir sie eigentlich mit einem Zitat von Winston Churchill eigentlich wirklich so betrachten sollen. Also Winston Churchill hat an sich viele Zitate gesagt und er hat ihm gesagt, Hunde schauen uns von unten an, Katzen von oben und Schweine auf Augenhöhe. Jetzt müssen wir mal schauen, zeitmäßig. Zeitmäßig, wie schaut es aus? Gut. Okay. Das werden die wenigsten also kennen, ein sogenanntes chaotisches Feld. Das ist eigentlich ein Kunstwort oder ein Schachtelwort, das besteht aus Chaos und Ordnung. Und eigentlich auf das bin ich gestoßen durch Zufall über einen Bericht, was BMW zum Beispiel, also diese Firma, wie die Innovationen und Veränderungen in ihrem System, einfach wie so eine Art Denkschmiede. Und die haben kombiniert, ist wahrscheinlich auch nicht von ihnen erfunden, das Chaos, das einfach wichtig ist, dann in der Mitte die Ordnung und auf der rechten Seite die Kontrolle. Und komplexe Vorgänge, wie wir sie heutzutage haben und wie sie noch mehr werden, in Zukunft, diese komplexen Vorgänge kann ich nicht über dieses System von reiner Kontrolle, so wie man eigentlich wie im klassischen unsere Wirtschaft funktioniert. Oben ist das Management mit Hierarchien von oben nach unten. Also da passieren relativ wenig kreative Gedanken und kreative Lösungen. Also die Lösung liegt dann sicher also in diesem System zwischen Chaos und Ordnung, dass man im Prinzip die beiden Dinge miteinander zusammenbringt. Da haben wir ein bisschen runtergebrochen. Wir haben diese Schnittmenge zwischen Chaos und Ordnung. Das ist sensibel, subjektiv, mit dem Tendenz zu Chaos. Das ist das aus dem Chinesischen, das Yin. Dann, das ist die Vagotonie, also ist ein Zustand vom Nervensystem. Hier arbeite ich mit Pulsdiagnostik, Meridiandiagnostik, Kinesiologie. Auf der anderen Seite haben wir objektives, unsensibel ist reproduzierbar, die Tendenz zur Starre, Labormedizin, eine reine Therapie nach Daten und Fakten. Und aus unserer Sicht ist die ideale Lösung da dazwischen drin, dass ich sensibel bin und gleichzeitig eine gewisse Objektivität nicht außer Acht lasse. Und das ist dann eigentlich die ideale Therapie. Kennen wir an sich also als Behandlungsprinzip. Das ist an sich das, was wir relativ häufig in den Stallungen erleben. Die chronischen Erkrankungen. Und das ist jetzt, wie ich an sich also wie ich arbeite. Also die Kunden, die da sitzen, die kennen wir alle. Wenn ich dann im Stall stehe und über den RAC an das System, mit dem arbeite ich, das muss man sich so vorstellen, das ist die Arteria temporalis, da ist nochmal dargestellt. Und das Ganze geht aber zurück auf diesen französischen Arzt, auf Nogier, das ist der sogenannte Nogier-Reflex. Und der hat eben festgestellt, dass er auf Sympathikus oder auf dem Vagus, dass an sich also Botenstoffe ausgeschieden werden, die Gefäße in ihrer Durchlässigkeit verändern. Und das Ganze haben wir an sich also dann ein bisschen, dass man das ein bisschen besser darstellen kann, haben wir da an sich also nochmal dargestellt. Also das ist das, was ich, das ist die Pulswelle, regelmäßig die Pulswelle gleich hoch. Das ist die Arterie, das ist die Vene und da gibt es einen sogenannten arteriovenösen Shunt, also wo eine kleine Menge Blut immer durchfließt. So im Prinzip ein Art Kurzschluss. Dann gibt es 2 Möglichkeiten, die ich als Signal bekomme. Das eine ist das, dieser Shunt macht zu, es fließt nichts runter, diese Pulswelle wird höher. Und damit das, was ich am Ohr spüre. Oder das System macht komplett auf,
diese Pulswelle fällt weg und ich kriege ein Signal, dass die Welle weg ist. Und das ist an sich ähnlich wie ein Computer, ja, nein, indifferent. Ich arbeite mit 3 Signalen. Und ich bin jetzt auch ganz beruhigt, dass man das nicht, weil früher hat man das als esoterischen Kram abgetan oder darüber gelacht, aber inzwischen gibt es eine Publikation aus Graz, also wo, darum habe ich es extra angegeben, also da kann man nachlesen, wenn es interessiert, was da wirklich im Hintergrund läuft, also dass das nicht, dass das wissenschaftlich auch inzwischen untersucht ist und man weiß, dass, das, dass dieser Nogier-Reflex ein sehr gutes Instrument ist, um objektiv Dinge festzustellen. Das sind dann eigentlich im Stall die 3 Ebenen, in denen ich arbeite oder was für mich wichtig ist. Mal als erstes wichtigste die Ebene der Tiere, dann zweite Ebene, dass ich mir die Lüftung anschaue oder beziehungsweise was macht die Luft in dem Stall und dann als dritte Ebene eigentlich das, dass ich schaue, was passiert unten in der Gülle. Dann integriere ich Dinge, die wir eigentlich, wo wir an sich sagen, die können wir nicht erklären, da wissen wir nicht oder was da läuft. Das ist ein Parkplatz vor einem Stall, also das ist in dem Fall war ein Pferdestall und der ist völlig eben. Aber von Jahr zu Jahr, sehen Sie das da? Das ist auch keine, darum habe ich es extra so fotografiert, dass das, keine, dass das Bild nicht verzerrt ist, sondern wenn Sie sich die Linie hinten anschauen und wenn Sie sich das anschauen, da den Sockelputz, und da ist ein bisschen Stroh. Also, dass es neben dem, was wir so quasi landläufig so wissen, dass es auch noch ein bisschen andere Dinge im Hintergrund gibt. Und mir hat eine Kundschaft gesagt, aus Bad Griesbach, weil bei dem haben sie in der Nähe einen ganz großen Rewe-Markt gemacht. Und was ordert oder was hat Rewe, wenn sie einen neuen Markt bauen? Die lassen einen Geomanten kommen, um zu schauen, wie die Abläufe in diesem Laden sind. Vor allem ganz wichtig, das Entscheidende in einem Einkaufszentrum ist die Positionierung der Kassen. Weil sie festgestellt haben, dass wenn sie die Kasse irgendwo auf einer Verwerfung steht oder dergleichen, alles, ist egal, was es da alles gibt, dass die Geschwindigkeit der Kassiererinnen deutlich darunter leidet, mit wem sie kassieren. Dann ein noch ein zusätzliches Bild, einfach das, was ich nur ein bisschen darstellen will. Das ist so quasi die Gesamtbrandbreite an Wellen, die uns umgibt. Und wenn Sie das anschauen, das ist das sichtbare Licht. Von hier bis hier, von 400 oder knapp 400 bis 700 Nanometer, ist das, was wir da sehen. Und wenn Sie aber das an sich also in Relation sehen zu dem, was uns sonst noch alles umgibt, und hat Professor Smart ja auch ein bisschen einen Hinweis gegeben, dann sieht man sehr wohl, dass uns einfach wesentlich mehr und wesentlich mehr Dinge uns beeinflussen in unserem Verhalten und in unserem Tun. Wie lange habe ich noch? Oh, okay, gut. Dann muss ich ein bisschen weiter tun. Also die Eigenschaften von Leon Hadid, dann werde ich die ein bisschen schneller übergehen, weil ich an sich also dann das habe ich nur ganz sensationell gefunden, dass man sieht, das habe ich Leon Hadid im Wald ausgebracht. Ich habe 3 Hektar Wald, oder eigentlich nicht, der gehört eigentlich meiner Frau, oder der gehört uns beiden. Und dann direkt da daneben ist im Prinzip ein Dachsbau. Und dieser Dachsbau, und da ist der, nachdem 3 Wochen Leon Hadid gelegen ist, hat der Dachs genau an dieser Spur, das ist einem anscheinend ein Käfer drin gewesen, oder irgendwo, oder Engerlinge. Aber das habe ich an sich also sehr, sehr spannend gefunden. Wir arbeiten relativ viel mit Leon Hadid, aber wir sehen, Leon Hadid braucht einen entsprechenden Mischpartner. Entweder Leon Hadid mit effektiven Mikroorganismen oder mit wasserlöslichem Schwefel oder mit Sangrovit oder mit Phytotherapie oder ein ganz wichtiger Mischpartner ist an sich also Magnesium. Das ist das, was wir eigentlich bei den das Sangrovit ganz sehr gern einsetzen. Das ist Maglaia cordata. Das setzen wir vor allem in der Kombination mit Leon Hadid bei Clostridiose der Kühe oder der Kälber ein. Also das ist an sich also eigentlich die
Hauptwaffe, wenn wir in einem Bestand, in einem Rinderbestand mit Clostridien zu tun haben. Das Produkt gibt es schon seit 20 Jahren, nur es hat irgendwie lange gedauert, bis das eigentlich direkt in den Markt eingeführt worden ist und bis man sich also gemerkt hat, was dieses Produkt, vor allem die Kombination kann. Das, was wir da an sich sehen, ist an sich also eigentlich so wie inzwischen in Frankreich die überwiegende Stall, wie die überwiegenden Maststallungen, die gebaut werden, beziehungsweise es gibt konventionelle auch noch, und zwar das einfach um, das, was ich hiermit darstellen will, das oben sind die Spalten, das ist eine geneigte Fläche, da ist eine Rinne drin. Also das Bauprinzip ist einfach das, dass man Kot und Gülle, Kot und Urin einfach voneinander trennt. Und das ist an sich also einfach eine ganz wichtige Sache, dass ich den Ammoniak im Stall an sich im Griff habe. Weil wenn Sie an sich also anschauen, was an sich also Ammoniak alles macht, Zellgift, Nervengift, betrifft die Muskelzellen, Lungenödem, gestörte Wärmeregulation, Leberstoffwechselstörungen, dann wissen wir einfach, dass wir die Ammoniak müssen wir einfach von den Tieren wegbringen. Und da ist an sich also das Leonhardit zum Beispiel an sich also ganz sehr gut geeignet. Was wir sonst noch einsetzen, an sich also, wir nennen das Güllebefrieden, entweder über die Fütterung, Benzoesäure, Sangrovit, MSM, das ist ein wasserlöslicher Schwefel. Dann, es gibt Situationen, wo Dinge einfach nicht über das Tier gehen dürfen, damit sie richtig funktionieren, weil im Tier werden gewisse Dinge verstoffwechselt. Also das ist an sich also auch wieder Schwefel, Biolyt, effektive Mikroorganismen oder Invaquarz. Das wäre man sicher ein bisschen. Kann man sicher so. Genau. Dann ein Thema ist noch das Thema Wasser. Das Wasser hat ganz einen enormen Einfluss auf das Tier, auf die Gesundheit der Tiere. Und das, was wir da darstellen wollten, ist eigentlich, das ist an sich nicht wollten, sondern das sind Schimmel- und Hefepilzen, die bei uns eigentlich, wenn wir Wasser untersuchen, die einzig relevanten Punkte sind, die wir an sich also anschauen. Wir schauen nicht an, wie viele Kohlekeime drin sind, sondern nur Schimmelpilz, Hefen und Clostridien sind für uns relevant. Und da ist an sich also nicht mehr so ein Biofilm dargestellt. Und ja, gut, können wir ein bisschen, weil sonst wird die Zeit wirklich ein bisschen knapp. Gut, was mir nochmal wichtig ist, dass ich ein bisschen Betriebe vorstelle. Das ist Betrieb in Österreich mit 920 Maßplätzen und der setzt Leonhardit, Einsatz 14 Tage rein, 14 Tage raus, mit relativ geringer Dosierung, 5 Kilogramm pro Tonne Trockensubstanz und kombiniert das dann mit den effektiven Mikroorganismen. Also diesen, darum habe ich es extra angegeben, wir haben dieses Jahr im September einen massiven Ileitis-Einbruch gehabt, aber das ist an sich also ein typisches Zeichen, wenn Ileitis in einem Schweinemastbestand ganz heftig ausbricht, dass eigentlich die Tiere zu gesund waren. Das sind die Leistungsdaten dazu. Also jeder wird sagen, ja, 800 Gramm ist nicht so viel, aber das ist bezogen auf diesen auf diesen Zeitraum, 2015 bis 2018. Und sauber gerechnet, also wirklich nicht irgendwo die Daten ein bisschen getürkt. Deckungsbeitrag von 24,71 Euro. Und er sagt, er ist an sich also mit diesem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Was er auffällt, er sagt, er braucht nicht mehr wie 3000 Megajoule, um ein Schwein also vom Ferkel zum Schlachtgewicht zu bringen. Und das finde ich an sich also schon eine sehr beeindruckende Grafik, das ist 2014 Tierarztkosten, 2015 Tierarztkosten, wobei für knapp 3000 produzierte Schweine ist selbst das nicht viel. Und dann hat er 2016 und 2017, also da merkt man schlagartig mit dem Leonhardit-Einsatz, und das war für uns schon sehr beeindruckend. Das ist jetzt 2018, da sind wir bei 2160 Euro Tierarztkosten. Aber da muss man dazu sagen,
Da ist die Katze vom Hof auch dabei, weil die angefahren worden ist und die Tierarztkosten da mit hineingerechnet worden sind. Ich habe es nicht ausrechnen können. Aber in Österreich ist es so, wenn die Katze mindestens eine Maus pro Tag fängt, dann darf man sie in die Buchhaltung reintun. Das ist auch ein, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein spezieller Fall, weil der hat 900 Mastplätze und da ist an sich also aufgefallen, dass wir eigentlich da nie was zu tun haben und immer in diesem Stall etwas zu tun haben. Also da haben wir mehrmals im Jahr Husten und mehrmals im Jahr in einzelnen Buchten Schwanzbeißen. Und dann habe ich an sich mit der Methode bin ich an sich durch alle durchgegangen und habe geschaut, wo ist der Herd? Weil das muss ja, wenn der eine Stall nichts hat und der andere was permanent was oder immer wieder und vor allem was aufgefallen ist, dieser Husten war mit Antibiotika so gut wie nicht in den Griff zu kriegen. Auch nicht mit Fieber senken, dann Schleimlöser und dergleichen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass da, und zwar hier ist ein Störfeld und hier ist ein Störfeld, das die Tiere beeinflusst. Und das ist auch meistens in diesem Bereich mit Schwanzbeißen losgegangen oder Husten ist in diesem Bereich losgegangen, der sich dann von da weiter auf die restlichen Stallungen ausgebreitet hat. Und die Therapie, ich möchte es ja, als Zeitgrund muss ich ein bisschen abkürzen, also was wir als Therapie eingesetzt haben, Schwefel, heute für, also wir verwenden wasserlöslichen Schwefel, also den halte ich vor allem dieses Jahr für, anscheinend ist im Futter nicht so viel drin, den halte ich an sich dieses Jahr für ganz, ganz wichtig, vor allem in Kombination ganz oft auch mit Antibiotika, was wir dann gemacht haben, und Tryptophan, Magnesium und Baldrian war das. Und dazu, es ist zwar, sehen Insider sofort, wir bringen die Dinge mit einem Motorsprüher aus. Es wurde Invaquarz G und Kobalt im Wechsel, im zweitägigen Wechsel ausgesprüht. Und dann haben wir an sich, also das wirklich an sich also ganz gut und relativ schnell, innerhalb von einer Woche hat sich das wieder beruhigt. Das ist über das, was wir schon kurz gesprochen haben, Gewürzfenchel, Ölrettich, Koriander und Klee, was wir da auf dieser Parzelle eingesetzt haben. Und da möchte ich Ihnen einmal ein Zitat vorlesen, und zwar das Buch Die Wahrheit ist auf dem Feld, das kann ich wirklich jedem ans Herzen legen. Und zwar, das ist einfach ein Abriss der Landwirtschaft in Deutschland von 1880 an, also noch aus der Kaiserzeit. Und da steht das eine Zitat drin, und da sind wir wieder bei den Praktikerversuchen und Feldversuchen und selber etwas machen. Und zwar, bereits 1920 wurden die landwirtschaftlichen Praktiker aufgefordert, die spezifischen Bedingungen ihrer Felder zu ergründen. Und da heißt dann, unter Anführungszeichen, der Landwirt muss seinen Acker genau kennen und praktische Versuche anstellen. Und zwar, das Werk heißt Sigmund Pick, Handbuch des Kunstdüngers. Habe ich sehr witzig gefunden. Okay. Dann, das habe ich heute ganz interessant gefunden mit den Kräutern, also quasi welchen Einfluss zum Beispiel, wenn man Unkräuter untersuchen lässt. Ich habe wenig gefunden, weil ich mir gedacht habe, dieses Jahr ist überall die Melde auf dem Acker gestanden. Und die Melde, die ist ganz egal, wo ich, wir haben doch ein Praxisgebiet, eine Durchmessung ungefähr 60, 70 Kilometer und die ist auf unterschiedlichsten Böden dieses Jahr einfach perfekt gewachsen. Und dann haben wir an sich also mal geschaut, im Internet finden wir etwas und dann haben wir im Prinzip gesehen, dass die Melde zum Beispiel beim Kalium oder beim Calcium und was ich auch nicht gewusst habe, früher wurde Melde gegessen, es war ein Gemüse. Und wenn man sich das anschaut, dann versteht man auch, wieso man das gegessen hat. Sogar, es ist Eisen drin, es ist Magnesium drin, eigentlich ein ganz ein hochwertiges Gemüse. Sogar mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind drin. Das ist also ein Schweinemastbetrieb, der eigentlich eigentlich schon eher im Grünlandgürtel liegt, Richtung Alpenvorland, also Richtung Gebirge. Und der hat mich vor 2 Jahren das erste Mal ersucht, dass ich bei ihm, weil das im Stall gut funktioniert, ob ich nicht diese Pulsdiagnostik nicht bei ihm am Acker auch mache.
Und ich habe mir dann, ich mache an sich die Dinge im Prinzip über, ich richte mir eine Tabelle her und das sind die verschiedenen Flächen, die wir angeschaut haben, wo der Mais hingekommen ist, auf 7 verschiedenen Flächen, teilweise 3-4 Kilometer auseinander. Da haben wir mal 2 Stunden quer, kreuz und quer durch seine Flächen gefahren und habe eine Liste gemacht mit Mangan, Kobalt, Kupfer, Zink, Gallium, Germanium, Molybdän, Kaliumjodid, Bor und Schwefel. Und habe dann an sich angekreuzt, was über den RAC, wenn ich am Acker draußen stehe, was an sich also testet. Fläche 1, zum Beispiel Kobalt, hat sehr deutlich getestet, aber auch ein bisschen Zink, ein bisschen Gallium. Und die Behandlung, die wir an sich also gemacht haben, wir haben leckere Pflanze über die Gülle gegeben und das ist einfach ein Betrieb, der hat Kobalt auf seinen Flächen gebracht. Aber nicht nur Kobalt, zum Beispiel da ist deutlich zum Vorschein gekommen Kobalt und Zink. Oder da ist zum Vorschein gekommen Bor mit Zink oder hier Bor mit Kupfer. Also wir haben dann an sich sehr individuell, er hat mit Flüssigdünger, hat er, wir sind ja gleich fertig. Okay. Ich habe, glaube ich, mit 10 Minuten Verspätung angefangen. Das, was auch auffällt, wenn ich das Lebosol für den Kunden am Feld draußen austeste, ist einfach das, dass wir deutlich unter dem bleiben, wenn ich eine schöne Kombination mache, dass ich deutlich unter dem bleibe, eigentlich was so landläufig angegeben wird. Und das ist auch meine Überzeugung, dass an sich also Spurenelemente wirklich mit Vorsicht anzuwenden sind. Selbst wenn unter Umständen bei der Bodenuntersuchung rauskommt, der braucht es. Also ich bin da inzwischen wirklich ein Verfechter des Minimalismus. Und dann habe ich nochmal ein bisschen ich habe noch mehr damit gemacht, weil diese Tafel kennen, glaube ich, die meisten, die herin sitzen. Und irgendwann hat dieses Germanium und Gallium, die einfach Elemente sind, die in ganz, ganz, ganz geringen Mengen im Boden drin sind, dass das mit dem Kobalt zusammenhängt. Und Kobalt, das sind jetzt da ein bisschen die Parallelen an sich, also vom Tier, Vitamin B12-Produktion, Lebererkrankungen, alle diese verzögertes Wachstum, Fresslust vermindert, Abmagerung, die habe ich extra genommen. Ich weiß nicht, ob es Kobaltmangel gehabt hat, aber das ist zum Beispiel, ohne Kobalt funktioniert der Pansen nicht richtig. Und ähnliche Dinge, das habe ich aus Ich mache Boden gut von Frau Dr. Dreimann gefunden. Also die Beschreibung, dass die Rhizobien auch eine Art Hämoglobin haben, einen Farbstoff, den sie brauchen. Und da, wenn man sich die Parallelen anschaut, Abmagerung, verzögertes Wachstum bei der Pflanze, Wachstumshemmung, beschleunigte Abreifung, weniger Methionin und die Verfügung oder die Verfügbarkeit im Boden hängt an sich also von der Bodenart ab. Und wenn ich mir das anschaue, es hat bis vor 4 Jahren hat es ein Kobaltpräparat für die tierärztliche Anwendung in Deutschland gegeben. Es wurde aufgrund der geringen Nachfrage wurde dieses Präparat, also das Kynoselen oder Biodyl, hat es 2 Hersteller gegeben. Inzwischen lassen wir das per Sonderimport, dass wir es wieder in Bezug haben. In Frankreich ist es nach wie vor ganz normal im Einsatz. Und wenn ich sehe, was ich mit diesem, das ist ein Kombinationspräparat aus Kobalt, Selen, Adenosin, Triphosphat, also alle die Dinge, die den Energiestoffwechsel anregen, die Blutbildung anregen. Und das ist zum Beispiel eigentlich inzwischen eines unserer, dieses importierte Präparat aus Frankreich, dieses Kobaltpräparat ist an sich also bei sitzenden Sauen inzwischen eines unserer wichtigsten Medikamente. Sie können Calcium, Vitamin D3, Phosphor, B-Phosphor, also alles Mögliche spritzen, aber die Sau steht nicht auf. Aber wenn im Hintergrund der Kobaltmangel bei dem Schwein dabei ist, dann braucht es Kobalt. Und das müssen sie reinbringen. Und gefüttert, da hat mir einfach als Tierarzt schwer. Und das ist an sich also, ja, gut. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben das eigentlich bewusst gewählt, Interessensgemeinschaft Gesunder Boden als letzte Folie, weil wir uns in unserem Verein eigentlich als Sammelsurium von verschiedenen Gedanken, Zugängen sehen. Und was uns ganz wichtig ist in dem Verein, ist einfach das, alle reden immer von der Biodiversität und ich bin ein Anhänger der Biodiversität der Gedanken, weil es gibt viele Wege, die nach Rom führen und
aus dem Grund haben wir gesagt, an sich also, machen wir eine Organisation, wo vieles gedacht wird und wo man einfach auf viel Wissen in der Zukunft zugreifen kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus